Stelle Ponti, weil der Papa? Papa ist Italiener und Mama ist Bulgarin. Okay, und sprechen Sie noch ein bisschen Italienisch? No. Papas setzen sich nie durch bei Töchtern. ich habe durch Sie Dinge erfahren, die mir völlig verschlossen waren bis dahin. Ich wusste, weil ich nie Tolkien gelesen habe und nie den Herrn der Ringe. Ich wusste nicht, Sie auch, Marianne ist an meiner Seite. Ich wusste gar nicht, dass, als ich gehört habe, Sie singen Elbisch, habe ich gedacht, die Redaktion macht einen Scherz von mir. Das ist der Dialekt von Elba. Ist es aber nicht. Es ist eine eigene Sprache, genau, die Sie beherrschen. Also ich bin gerade so auf dem Weg. Es ist relativ schwierig, man kann nicht alles wortwörtlich übersetzen und es gibt ungefähr so 3.000 bis 4.000 Wörter. Und ja, es ist komplex. Es ist Sprache, aber es ist eine Fantasiesprache. Eine Fantasiesprache, die in sich nochmal unterteilt ist. Genau, zwischen Quenya, Sindarin und auch noch andere Teile. Und Tolkien ist ja leider schon tot, aber ja, sein Sohn, der führt das irgendwie weiter. Der Sohn führt das weiter, genau, von Großbritannien aus? Genau, und es können deshalb auch immer wieder neue Wörter entstehen. Okay. Aber es bietet auch nicht jede Volkshochschule an. Nein, ich glaube, man muss sich schon dann intensiv damit beschäftigen. Diese Fantasiesprache, haben Sie sich ausgesucht, weil die besonders schön ist, besonders gut klingt oder weil Ihnen die Figuren im Herrn der Ringe so gefallen? Beides. Also inspiriert wurde das für mich durch Björk, weil Björk einfach... Eine isländische Sängerin. Genau, und die geht mit Klängen, mit Sprachen so unglaublich emotional um. Und ich wollte irgendwie auch sowas erschaffen. Und interessiere mich sehr für Fantasy und ich habe ein großes Team, was hinter mir steht. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann habe ich mir das Elbische angehört und es war wunderschön. Es klingt unglaublich schön. Man kann da alle Sprachen reininterpretieren und dann haben wir das gewählt. Hinter Ihnen sitzt die ganze Zeit ein... Das ist mein Dolmetscher, den habe ich heute wirklich mitgebracht. Wirklich im Ernst? Also nein. Aber es ist ein Fan von Ihnen offenbar. Ja. Können wir den mal zeigen? Das ist ein Elb. Also stellen Sie doch ruhig mal auf, wenn Ihnen das nichts ausmacht. Ich kann auch aufstehen, natürlich. Klar. Das ist also... Der kriegt ein Schwert, unschwer zu erkennen. Ist es ein besonders friedfertiges oder ein kriegerisches Volk oder beides, die Elben? Bitte schön, ist es ein harmonisches Volk oder ein... Ja, eigentlich eher, man sagt mal so, man kann dem Konflikt aus dem Weg gehen. Und das ist eigentlich auch eher so, die Elben haben ja sehr viel Zeit. Aha. Sie werden ja von Tolkien als unsterblich beschrieben und folglich... haben sie natürlich auch die Zeit, sich mit sehr vielen Verhandlungen auseinanderzusetzen. Also man sieht das in den Filmen nicht so, da geht es natürlich mehr um die Keilerei. Aber wenn man das mal so abseits betrachtet, ist es doch eher ein relativ friedliches Volk, was aber dem Konflikt auch nicht immer aus dem Weg geht. Also Sie haben diese Liebe entdeckt zu dieser Sprache. Ja. Es gibt auch ein elbisches Wörterbuch. Also sollten Sie Probleme haben, ich verehre Ihnen das. Und dazu sind Sie bekennende Nichiren-Buddhistin. Ich wusste gar nicht, dass es diese Abspaltung gibt. Nichiren, genau. Nichiren. Was sind denn Nichiren-Buddhisten? Es kommt aus Japan und ich würde so sagen, es ist relativ gut auch für die westliche Welt gemacht. Ich habe keinen Gott, sondern ich glaube, ich habe einen Kohonson von mir, das ist eine Schriftwand und darauf steht Nam-myoho-renge-kyo und das ist der Spiegel zu meinem Selbst. Und ich rezitiere aus dem Lotus-Sutra und man kann eigentlich sagen, dass man strebt nach Glück, wie auch in allen Religionen. Aber für mich ist es einfach, ich beschäftige mich ganz viel mit mir selber, kann irgendwie Muster auflösen, kann Ängste durchbrechen. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, das heißt, der Gott ist nicht irgendwo da oben sondern der ist in einem selbst. Genau, man sagt, dass man in einem Moment 3000 Möglichkeiten hat, in der Situation zu reagieren. Es ist sehr psychologisch aufgebaut. Aber wie praktiziert man diesen Glauben, der sozusagen in einem selbst ist? Man meditiert, man chantet, Nam-myoho-renge-kyo. Und man kann für jeden chanten, man kann für alles chanten, für sich selber. Und dann rezitiert man ein Morgen-Gongyo gibt. Es ist sehr komplex, das jetzt in kurzer Fassung zu erklären. Und rezitiert da was aus der Lotus-Sutra. Aber gibt es so, treffen Sie sich mit Glaubensbrüdern und Schwestern? Ja, es gibt Versammlungen und die sind bei jedem zu Hause. Dann gibt es junge Frauenversammlungen, wo ich mit drin bin. Mhm. Und gibt es dann Priester, die besonders viel wissen?
Nee, es gibt, kann man so sagen, Versammlungsvorsitzende, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt. Aber ansonsten, nee, es ist nicht so, ist ein bisschen lockerer gehalten, kann man das so sagen? Als wir vorhin diesen kurzen Ausschnitt gesehen haben, diese Sat.1-Sendung, wo Sie noch ganz, schon noch ganz jung waren, also, und da gesungen haben, ja, da ging so ein richtiges Stöhnen durch die Reihen hier, weil es so süß aussah. Aber als ich das gesehen habe, merkte ich auch, da will jemand unbedingt Sängerin werden und diesen Traum verwirklichen, vielleicht auch bekannt zu werden. Also, steckte das, wann haben Sie das zum ersten Mal gemerkt, das ist Ihr Ding und das ist wichtiger als alles andere? Auf jeden Fall, als ich sehr jung war und ich habe ganz viel, ich habe Instrumente gespielt, ich habe immer gesungen und wollte immer auftreten vor meiner Familie und wollte denen was repräsentieren, was ich gerade einstudiert habe. Ich mochte das schon immer. Ich habe mit 9 meinen ersten Talentwettbewerb gehabt. Mit 9? Mit 9. Gewonnen? Zweite bin ich geworden. Okay. Und da hatten wir 2 Tage dafür Zeit. Ein Freund von meiner Mutter sagte, ja, hier im Nachbardorf ist jetzt ein Talentwettbewerb. Und ich, Mama, ja, da möchte ich mitmachen, unbedingt. Darf ich den Diddlemaus-Song singen? Die so, okay, gut, dann lernen wir das jetzt noch ganz schnell. Und hat mich dann begleitet auf dem Klavier. Und ich war so unglaublich glücklich. Und da wusste ich, dass... Das wird Ihr Beruf. Ja, ich möchte das gerne, dieses Hobby zum Beruf machen. Also Judith und ich haben uns da so reingeredet gestern ins Elbische, dass sie angefangen hat, Sätze zu bilden. Also ich völlig unschräg. Sie, hat sie wirklich einstudiert, extra für Sie? Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh. Auf Elbisch. Ja, so. Na, erst fragen, ob sie es hinkriegte. Ja, also ich weiß, was ein wunderschöner guten Abend heißt. Naisa Malde Amara Sinje. Oh, meiner heißt anders. Dein Auftritt. Ja, super. Ich habe das mit dem Wörterbuch gemacht und habe dann geguckt, ob es da so äquivalente Worte gibt. Also ich versuche mal, ja? Der Elb guckt schon ganz streng. Alje arin adanetnin arhanu. Ja? Er guckt völlig entgeistert, will ich ehrlich sagen. Ja. Alja gut, morgen arin adanet Frau, nin mein als Suffix, ar und hanu Mann, da auch wieder Mann, mein dran, hanunin. So ähnlich, oder? Wahrscheinlich so wie Wienerisch und Deutsch oder so. Was sagt der Elb? Das ist okay. Also die Aussprache war schon sehr schön. Hey, ja. Judith, du bist eine Hochbegabte. Vielen Dank. Una, es war toll, Sie hier zu haben. Wirklich. Ach, so kurz. Ja? Na, was heißt so kurz? Ich meine, das hier schenke ich Ihnen. Man weiß nie, wozu man es im Leben noch brauchen könnte. Und ich bin gespannt, welche Sprachen Sie sich noch aneignen werden im Laufe des Lebens oder ob Sie elbisch jetzt bleiben. Was meinen Sie? Mensch verändert sich. Mensch verändert sich, glaube ich auch. Vielen, mal schauen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt gleich den Krach der Republik, das Tourfinale der Toten Hosen in Düsseldorf. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen und wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder am 14. August. Ciao und auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Dankeschön.